Ich finde es hier super schön. Der geht auf die einzelnen Themen extrem gut ein. Es ist keine Verkaufsveranstaltung, obwohl ihr als Firma zwar präsent seid, aber im Grunde genommen nicht sagt, kauft dies, kauft das, das sind unsere guten Produkte, sondern ich habe so den Eindruck, die Mitarbeiter fühlen und leben das, was sie uns vermitteln. Und das macht mich sehr glücklich. Ich glaube, am besten kann man nicht sagen, ich habe von allem etwas herausnehmen, was ich für meinen Betrieb brauchen kann. Und das ist, glaube ich, für mich fast wichtiger als das ist gut und das ist schlecht. Wichtig ist, dass ich überall etwas mitnehmen kann. Wenn ich etwas nicht mitnehmen musste, dann ist es schon gemacht bei uns. Und so, und das ist ja auch gut. Also umsetzen werden wir sicher vermehrt jetzt wieder das Ganze. Also bei uns im Betrieb einfach auf dem bleiben, dass wir schriftlich dokumentieren. Und das gehört man halt jetzt immer wie mehr. Das ist auch, wenn es schnell muss gemacht werden. Das ist heute einfach vom Gesetz her, kommt nicht mehr drum herum oder von der Versicherung. Das werden wir sicher noch mehr heranschauen. Ich bin ja schon ein paar Mal da gewesen, ein Haufen Sachen, es sind halt Wiederholungen. Und ich glaube einfach, das dauernd wiederholen, das bringt einem auf den richtigen Level, wo man muss durchziehen. Und man muss es nicht als, man muss sich nicht als Sheriff anschauen, sondern es geht ja um den Mensch und irgendwo einen Kunden, den du verlierst, wenn man nicht ausliefern kann. Und Gesundheit von Mitarbeitern. Also das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Ich bin immer froh, wenn wir keine Betriebsunfälle rausholen. Jeder Betriebsunfall ist einer zu viel.